diese Bartballen habe ich jetzt alleine rausgepresst. Hier einen Haufen machen, dann hinunter durchlassen, hier aufbiegen, fischen. Ja, aber ja, vielleicht beim Morgen sind wir dann vielleicht zu zweit. Figuro Vicardo und die Katze schaut mit. Gestern haben wir jetzt da zu dritt schlussendlich eine knappe Stunde haben wir da 100 Kleinballen auf Stock gepresst. Geht eigentlich auch noch recht gut mit der Glaspresse. Und jetzt habe ich sie noch mit dem Heukran ein bisschen noch hinauf getischt, damit das da möglichst wenig Platz braucht. Und eine kommt gleich zu den Kälbern da unten, hinten unten. Ja. Jetzt haben wir da wieder ein bisschen Platz und vor allem nächste Woche kommt das schöne Wetter. Wir haben ja noch 30 Garn konnte ich ändern schon. Nein, wir haben noch nicht geändert. Es war ja immer regnerisch, nass und zwischendurch auch recht kühl. Aber jetzt, nächste Woche soll das schöne Wetter kommen. Mehrere Zeiten. Und dann geht wahrscheinlich dann das Dreschen auch schon los. Die Gerste auf jeden Fall, sonst noch nicht. Aber die Gerste könnte man wahrscheinlich nächste Woche dreschen. Aber wir werden sehen. Ja, Figo ist am Mähen. Schon fast den ganzen Tag. Hier hat ein bisschen Gras und unten durch auch, aber hier oben oder in der Mitte, ja, es ist sozusagen ersoffen. Ja. Darum einmal mähen und hoffen, der dritte Schnitt wird besser. Ja, in dieser Parzelle ist es fast immer ein bisschen so. Jetzt hier, das ist zweitjährige Nutzung. Hier ist es recht schön, kann man sagen. Aber oben dort ist es, ja, richtig ersoffen. Also da eine Fläche darf ich nicht güllen, aber dort ist auch, das ist komplett ausgewaschen. Ja, dieser Hang ist nass hier. Und bei solchen Bedingungen, die wir da dieses Jahr haben, ist das nicht gut. Und da noch ein bisschen Fahrspuren vom Güllen. Aber jetzt, wir können noch zufrieden sein, ja. Könnte schlimmer sein. Und für morgen Mittwoch ist Dreschen angesagt. Gerstendreschen. Ja, diese Woche ist es schön. Ja, seit Montag und Sonntag war es auch schon trocken. Und Montag bis Freitag und dann kommt wieder wechselhaftes, gewitterhaftes Wetter. Darum, diese Woche ist Vollgas. Ja. Dieses Jahr muss man die Zeit gut nützen, damit man da überhaupt zur Ernte kommt. Ja, und heute Dienstagabend
noch einen Handel zu machen. Ja, ihr werdet es dann wahrscheinlich sehen. Ich verrate noch nichts mehr. Nichts Wahnsinniges. Ja. Eigentlich wäre heute Abend eine HV und am Mittwochabend wäre eine HV. Aber ja, ich sehe es nicht, die zu besuchen. Ja. Einfach im Moment ist es böse. Wie gesagt, die Zeit nutzen, die wir zur Verfügung haben. Ja, YouTuber. Heute ist wieder was los. Mittwoch dreschen angesagt oder schon gedroschen. Meine Gerste ist gedroschen. Ja. Und so nebenbei, vielleicht seht ihr es, einen neuen Kipper schon wieder. Ja. Der alte war auch noch nicht so alt. Aber der Grund ist, ich habe jetzt Druckluft am Vent. Und der andere Kipper war mit Ölanschluss, Einleiter Öl, und die sind gefragt wie blöd in der Schweiz. Weil die gibt es nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen ab Werk so. Nicht mehr einlösen und überhaupt. Darum habe ich den verkauft, gestern Abend, und der neueste war schon, ist schon hier gestanden. Und der hat jetzt Druckluft. Jawohl. Und ja, musste gar nicht viel drauf zahlen für den neuen, weil, wie gesagt, die Einleiter-Öl-Kipper sind gesucht. Habe ich gemerkt. Farmech hat ihn am Montagabend ins Agropool gestellt und am Morgen um 8 war er reserviert. Dann haben noch weitere angerufen, aber der, der ihn reserviert hat, hat ihn ausgekauft. Ja. Aber eben, jetzt sind wir am Dreschen. Alles andere ist egal. Dreschen und Ernten. Jawohl. So, hier ist meine gestanden. Ja, sie war ziemlich eingeknickt. Aber er konnte sie noch recht gut nehmen. Aber ihr seht hier, man sieht auch noch ein bisschen Gläuse. Es ist, der Boden ist schon noch nass. Und hier, das ist eine nasse Parzelle unten erst recht. Aber er konnte alles dreschen, ohne stecken zu bleiben. Ja. Bin froh, ist der da mit dem. Ohne Hangausgleich. Nicht einmal Allrad hat er, glaube ich. Er hat den mit diesem gedroschen. Und der ist natürlich etliches leichter. Ja. Jetzt, diese Gerste kaufe ich ab Feld, und dort oben ist auch noch eine Parzelle, die ich ab Feld kaufe. Und ein Berufskollege hat mir jetzt den Lastwagen noch hinaufgestellt. Jetzt haben wir vorhin da drin gedroschen und der obere Bitz dann auch noch. Ja, gut, wenn man Leute kennt, die was können und helfen. Jawohl. Und der Rest von dieser Parzelle kommt da in meinen Donnerwagen. Weil ich ja sowieso mit meiner Gerste und meinem Kipper fahre ich nach Langnau. Und dann kann ich diesen gleich noch hinten anhängen. Ja. Ist ein bisschen viel diese Woche. Ich sollte eigentlich am Main sein oder sollte gestern Abend Main gehen und habe das vergessen. Einen Berufskollegen. Zum Glück habe ich Haushilfe gefunden. Der ist da kurzfristig eingesprungen ist für mich. Bin ich sehr dankbar. Ja, von lauter Herr Jemmers habe ich das ganz vergessen. Ja. Und heute geht es so weiter. Heute Morgen Gerste abgeben und Nachmittag Hemd einführen und Stroh wird gepresst. Und
das muss dann auch irgendeinmal noch verräumt sein. Und Freitag ist noch einmal M zum Einführen. Und das, ja, wahrscheinlich noch der Westenstrom. Ja. Und nächste Woche ist das Wetter wieder gewitterhaft. Ja, vielleicht Samstag ist noch gut, aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so weit. Jawohl. Ja, jetzt geht es da ein bisschen bergauf, der Fenster auch zurück. So, habe Getreide abgegeben und jetzt wird noch beladen für Prolog und Dünger. Jawohl. Bei der Firma Leib und Gut in Langnau im Emmental. Ja, sie haben da einen Anbau gemacht, frisch, sieht gut aus. He. So, da wird wieder gepresst. He. Kleine Quaderballen. Stroh sollte eigentlich durch sein. He. Ja, gibt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Wieder Fiat Power.